Ente fahren. Für mich echt ein Sprung in die Vergangenheit. Mein erstes Auto sah genauso aus. Keine Servolenkung, keine elektrischen Fensterheber. Ich kriege das Grinsen nicht aus dem Gesicht raus. Klar, diese Blechdose ist nicht zeitgemäß, aber würde ich mit solch modernen E-Schlitten überhaupt zurechtkommen? Um das rauszufinden, bin ich bei einer Fahrschule im Südosten des Ruhrgebietes. Mit diesem 300 PS Elektrozäpfchen soll ich gleich auf die Straße. Mein Fahrlehrer heute, Jan-Ole Winter. Hilfe! Die erste Überraschung gleich zu Beginn. Einen Schlüssel gibt es nicht. Rein kommt man nur mit dem Handy. Das ist möglich, dass ich von überall, von der Welt aus, das Fahrzeug eben starten, abschließen oder eben ausschalten kann. Ja? Wunderbar. Reinsetzen muss ich mich selber. Alles hier läuft über diesen Bildschirm. Andere Knöpfe gibt es eigentlich nicht. Klimaanlage, Spiegel einstellen und sogar das Handschuhfach öffnen. Es dauert gefühlt ewig, bis ich das nur im Ansatz überblicke. Und die gesamte Verkehrssituation wird ständig auf dem Bordcomputer eingespielt. Also ich brauche das nicht, dass ich alles hier, über einen großen Display habe. Die ganze Kreuzung im Grunde hier nochmal abgebildet sehen, die sehe ich doch genau, da. Genau, richtig. Also dass man das braucht, nein. Bin ich definitiv der Meinung, braucht man nicht. Mein Fahrlehrer erzählt mir, dass vor allem ältere Menschen oft Schwierigkeiten haben. Kein Wunder, wenn auf dem Bildschirm immer etwas zappelt, mein Blick wandert oft dorthin. Können Sie sich denn vorstellen, dass es auch zu Unfällen kommt? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin definitiv der Meinung, dass es viele Leute einfach überfordert, keine haptischen Knöpfe zu haben, sondern einfach alles über Untermenüs steuern zu müssen. Und dann auch noch das. Was ich machen könnte, ist das Fahrzeug hat Spielereien, die auch total überflüssig sind. Ich könnte sie jetzt pupsen lassen oder sonstige einfach Geschichten. Einfach aus Spaß. Einfach aus Spaß. Ich kann dann hier zwischen verschiedenen Furzarten wechseln. Hallo, ist das nötig? Nein. Nach einer Fahrstunde bin ich doch froh, wieder in der Realität anzukommen. Future. Die Fahrt war aufregend, aber ein mulmiges Gefühl bleibt. Ein paar Kilometer entfernt, ich habe einen Termin bei einem Autohaus. Schon auf den ersten Blick sehe ich, die Neuwagen hier sehen nicht weniger kompliziert aus. Verkaufsberater Jan Kronen erzählt mir, er braucht teilweise Tage, um sich in neue Modelle reinzufuchsen. Es gibt Hersteller, die Einstellung der Lenksäule irgendwo im Infotainment verstecken, im Menü, sodass selbst ich als eigentlich Kenner der Branche mich da auch ewig lange durchsuche, bis ich finde, wo ich die einfachsten Sachen verstellen kann. Gibt es eigentlich noch analoge Fahrzeuge, die man neu kaufen kann? Nein. Wir haben jetzt gerade mittlerweile oder in den letzten Jahren die Fahrzeuge, die rauskommen, schließen eine gewisse Kundengruppe aus. Krass, das heißt ja, alle, die keinen digitalen Zugang finden, sind raus. Warum sollte man es bereuen, wenn man die einfache Möglichkeit hat? Zurück an der Fahrschule. Ein 72-jähriger Fahrschüler wartet auf seinen Unterricht. Bernd Unkel hat eine Schnupperstunde gebucht. Und warum interessiert es Sie jetzt, das zu machen? Ja, um mal zu gucken, wie die ganze Technik funktioniert und so. Und mit dem Drumherum, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Na dann, mal sehen, wie er sich schlägt. Bernd Unkel fährt zum ersten Mal ein E-Auto. Das Fahren an sich macht ihm keine Probleme. Aber er ist mindestens ebenso genervt wie ich von den ganzen Animationen auf dem Display. Das lenkt einfach alles nur ab. Wenn ich so ein Tacho hier hätte, wäre viel angenehmer. Oder auch einen Knopf fürs Radio. Stattdessen irgendwo im Untermenü hunderte Auswahlmöglichkeiten. Herr Unkel, glauben Sie, dass das sinnvoll ist, so eine Fahrstunde oder so einen Auffrischungskurs zu machen, wenn man sich ein neues Fahrzeug kauft? Gerade mit so einem Fahrzeug, finde ich, wäre das meiner Ansicht nach sogar verpflichtend. Ich finde das eine gute Idee. Diese Fahrstunde ist jetzt auch schon wieder rum und eigentlich sind wir uns danach alle drei einig. Es ist eindeutig zu viel Technik. Nur das Problem ist, dass es halt einfach alle Autohersteller machen und ich jetzt nicht mehr sagen kann, okay, dann nehme ich halt einen anderen Autohersteller, wo ich das nicht habe, weil das gibt es ja nicht mehr. Auch wenn das nostalgische Entefahren mir wahrscheinlich immer mehr Spaß machen wird. Es bleibt mir vermutlich nichts anderes übrig, als mich irgendwann auch an ein hebel- und knopfloses Display-Auto zu gewöhnen.